So, Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Valheim. Juhu, ich freu mich total, ne? Ich finde das total toll, auch wenn das nicht so besonders viele Aufrufe hat, so wie The Sign oder so, aber trotz all dem ist es geil. Ich habe hier so ein kleines Unterschlüpfchen gefunden, ein kleines Versteckchen. Ja, was machen wir? Wir sehen zu, ihr seht, ich habe ein bisschen was gemacht, ich habe mir einen Helm geholt. Wir brauchen Hirschfell. Und deswegen jagen wir so ein bisschen und erforschen so ein bisschen nebenbei die Umgebung. Ach, guck mal, hier so ein Fjord. Fjord, klar, Tomji, alles klar. Ja, ein Fjord. Fluss, Flussbaum. Das ist das Ziel, glaube ich, heute. Wäre super. Oh ja, super. Guck mal, die Ausdauer geht dabei auch drauf. Junge, was hältst du von Schwimmen? Ja. So. Mit Bravour gelöst. Genau. So, und wir sollten der Rabe Hugin. Ups. Der kam an und sagte, hey, Tomji, da du jetzt so cool drauf bist, bau noch mal lieber Abwehrdingens, weil jetzt kommen die ganzen Monster bei dir vorbei. Wow. Und ich so, ja, okay. Und ich habe jetzt noch einen Palisadenzaun gebaut. Außerhalb der Aufnahme. Finde ich cool. Du könntest was zu essen vertragen. Finde ich auch immer. Finde ich. Komm, nehmen wir auch diesen Ochsenschwanz, hätte ich beinahe gedacht. Dann hätte ich das. Wir müssen auch wieder kochen, tatsächlich. Warte, ich mach das Mikrofon ein bisschen anwinkeln hier. Oh, 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 böse Menschen, böse Menschen. Graulinge, Graulinge. Kommt her und ich vergraule euch. Ja, es war schon mal besser. Es gab schon mal. Oh, ey. Wo er wieder rumpurzelt, das kleine Purzelchen. Nichtsdestotrotz, wir brauchen trotz all dem Fell von Hirsch. Was ich so geil finde bei dem Spiel, dass wirklich so die irrelevanten Objekte tatsächlich so unscharf angezeichnet sind. Ne? Ich finde es richtig gut irgendwie. So wie da hinten jetzt. Die Wildschweine. Wo kommen die denn auf einmal her? Hör mal. Oh, nein, 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 nein. Aus, 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 aus. Okay. Muss ich gleich das Knüppeln kriegen, ne? Oh, der ist Treffer. Ist daneben. Oh, habe ich getroffen? Nee, das wäre ja zu cool gewesen. Komm, die knüppeln wir weg. Damit können wir auf jeden Fall uns eine Hose bauen. Die machen Schaden, ne? Die machen richtig Schaden, die Wildschweine. Aber hilft dir immer nur Essen gegen. So, blub, blub, blub. Hab ich kein Fell gekriegt? Doch. Vier? Boah, da brauchen wir mehr hier. Jagdfieber Teil 2 hier, wa? Was ist das? Was war das? Nochmal Lederreste, oder? Okay, nice. Hätten sehe ich noch mehr Wildschweine oder irgendwas anderes da rumlaufen. Oder hätten Hirsch, aber das, da kommen wir so nicht rüber, glaube ich, ne? Ich glaube, die Ausdauer haben wir einfach noch nicht. Dass wir darüber schwimmen können. Ist das ein Hirsch? Ne, das sind diese Graulinge. Zwei Stück oder was? Die haben wir noch nie zwei Stück auf dem Haufen gesehen, oder? Ne, das sind Nixen. Oder was sind das? Keine Ahnung, gleich sind wir tot. Hm? Ne, das sind Nixen. Wie gleich platzen einfach. Boah. Hau doch gegen den hässlichen Stein, du Heli, Alter, Elli. Oh, da hinten ist ein Häuschen. Lass da mal ein bisschen erforschen. Das sind Nixen, ne? Also ich stelle mir Nixen eigentlich irgendwie hübscher vor, so, ne? So hübsch einfach. Verführerisch. Richtig verführerisch. Ja. Okay. Ja. Was das wohl ist. So, von Hirschen keine Spur. Aber Wildschweine. Ja. Geronimo! Oh, gleich eine ganze Rotte hier. Kommt her! Hätten wir irgendwie noch eins, ne? Aber wir müssen mal die ganzen Wildschweine nochmal ablaufen hier. Damit wir den Shit einsammeln können hier. Wildschweine zu jagen ist einfach. Ich habe so eine Aufnahme gesehen, ne? Gestern, dass ich da ab und an mal echt mal sowas nicht sehe, wenn irgendwas im peripheren Blickfeld rumläuft. Dass ich ja manchmal echt da blind davor lief, ne? Ja. Wollen wir uns nochmal ein paar Holz... Guck mal.
Leckerle. Feuer! Ja, das reicht ja meistens nur für einen. Dann sind die anderen aufgewühlt. Und greifen einen an. Wie hier zum Beispiel. Wir kämpfen hier richtig, ne? Aber, wie gesagt, wir brauchen Hirsch, damit wir wirklich die, diese gepanzerten Dingens kriegen. Wie der Helm hier zum Beispiel, ist auch gepanzert. Ich glaube, warte mal. Naja, ich kann das nur in der Hütte machen. Du könntest was essen vertragen. Na, dann hauen wir doch mal einen Magic Mushroom rein. Finde ich cool. Und dann werde ich auch ein Schild bauen. Ich frage mich, wie man das kombinieren kann nachher. Dass man auf der einen ein Schild trägt, auf der anderen. Ja. Oh, ein Steinkreis. Geheimnis. Oh, da wollte ich gerade mal richtig cool reden. Dann habe ich total den schleimigen Hals. Noch mehr. Also Wildschweine gibt es hier en masse hier gerade, ne? Hirsche dabei so wenig. Geronimo! Ruhig, ganz ruhig. Oh, komm schon. Hirschi. Also das kann ja nicht sein, ne? Wildschwein rettet Hirsch. Ja. El Bingo. Oder so. Oh, Telefon. Da muss Inka mal wo rangehen, ne? Wer wohl immer anruft, ne? Das ist total nervig hier. Inka sieht es auch gar nicht ein, erstmal ranzugehen. Kein Problem, ich gehe da nicht ran. Lass ruhig klingeln, Inka. Ich lasse es klingeln, definitiv. Ihr müsst das. Ihr kennt das ja aus den Streams, wenn es ab und an mal klingelt, ne? Warte, ich mach mal Mikrofon Mut. Ich glaube, jetzt hat's aufgehört. Hatten wir jetzt davon Hirschfell bekommen? Ja, nicht so viel. Ja klar, ein Fell pro Hirsch wahrscheinlich. Okay. Warte, was ist das? Ich dachte, ich habe da was rumcrouchen gesehen, aber ich kann mich auch getäuscht haben. Es wird wieder nachts. Oh, ups, was war das denn? Bin ich über den Stein gestolpert, wa? Grasland. Hm. Das ist ja allerhand im Grasland. Da! Schweine! 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 Oh, aus der Weg. Ei! Aua! Gut, juhu! So, wo haben wir die alle gekillt? Jetzt hier war einer. Da hinten ist auch noch einer. Okay. Das sieht man ja Gott sei Dank so baiten. So. Und irgendwo haben wir Hirsche gehört. Warte mal, kann das vielleicht wichtig gewesen? Nee, das war nicht für mich. Hey. Hmm.
Das ist schlecht, dass ich jetzt auf einmal hier meine Base nicht sehen kann. Oh, wo muss ich hin? Ich hab mich verlaufen. Da würde ich nämlich einmal hin. Da können wir schon mal anfangen, irgendwie unseren Shit zusammenzubauen hier. Und dann? Vielleicht können wir ja doch schon mal anfangen mit dem Fluss zu bauen. Das wäre natürlich mega Mörder. Super geil. Huch, warum hat das denn gerade so gefreezt? Da ist dieser Steinkreis. Haben wir da nochmal so angefangen? Ja, ich glaube ja. Sind wir schon so weit gelaufen? Unterkunft? Ernsthaft? Wo war denn hier eine Unterkunft? Am Arsch der Waldfee. Was? Wo? So. Du fängst an zu frieren. Ja, liegt ja daran, weil ich keine Klamotten an habe. Ja, das ist unser Anfang hier gewesen, ne? Mit welchen Steinen haben wir angefangen? Hier, mit denen damals. Ah, unsere Karte. Da ist ein Bett, da ist ein Lagerfeuer. Erklär mal. Und hier liegt noch wahrscheinlich irgendein Rucksack. Was ist das? Unser Unterschlupf. Okay. Ja. Okay. Da längs. Da, ja genau, da entlangs. Da entlangs. Nicht da entlang, sondern da entlangs. Hier. So. Oh. Ja, geht super, ne? Aha, da sehe ich unser Bett. Aber ich höre die Dinger immer näher. Müsste irgendwie ein Nachtsichtgerät haben. Gab es das schon bei den Wikinger, Nachtsichtgeräte? Das Telefon hat hier gerade super lange geklingelt. Zu Inka gesagt. Inka kam gerade nicht rein und sagte, huh, was ist denn hier los? Ich sag, das ist los und sie, alles klar, Digilein. So. Ich glaube, wir müssten gleich in unserer Base sein. Huch, huch, es rutscht, es rutscht. Es ist ja, glaube ich, nur vorübergehend. Ich glaube, irgendwie im Laufe des Spiels bekommen wir da auf jeden Fall... der hat mich gesehen gleich direkt, ne? Hirschi, alle weg. Das sieht schon nach Base aus, ne? Huch. FIFA vom, wer treibt sich hier rum? Oh nein, du hast kein Arrow. Also wenn die das Spiel schon auf Deutsch übersetzen, dann hätten sie das auch nur mit Pfeilen machen können, ne? Du hast keine Pfeile. Och, das sieht schon nach Base aus. Das habe ich, ja. Mhm. Nicht gut. Aber das mit dem Tor habe ich noch nicht ganz gecheckt, irgendwie, ne? So, warum das jetzt so ist. Naja. Nobody is perfect, oder wie war das vielleicht, ne? So, lass uns mal schnell hier was gucken. Rüber. Hey, mach die Tür auf. Hey, was ist da? Kann man nicht hier was Neues machen? Hackplatz. Ne, wegfahren. Eh benutzen. So, erstmal reparieren. Holzschild, hölzerner Turmschild. Fackel, Feuerpfeile. Feuerpfeile, bla. Feuerpfeile, blub. Lederhose. Ah! Und erstens fertig. Schnell, bevor das verkohlt. Ja. Es ist noch Fleisch geblieben. Dann kümmern wir uns gleich mal drum. Was hatte ich jetzt mit gesammelt? Ich hatte, glaube ich, eine Lederhose, habe ich mir jetzt. Zerlumptes Hemd? Ja, eine Lederhose. Na, ja, dann trägt wie die Morgen, half dann. Bap, sieht doch schon gleich viel besser aus, Diggi. Du fühlst dich ausgeruht, gemütlich. Ja, das ist schön, schön. Ja, das kann ich sagen. Das ist. Oh, wir machen mal Tür zu. Weil es kommt ja hier keiner selber rein. So, lass noch mal ganz kurz gucken. Vielleicht machen wir uns auch noch ein Leder. Ich fange an zu frieren. Alles klar, Diggilein. Ne, Lederbrustpanzer kann ich, da fehlt mir noch ein bisschen mehr Dings für. Feuersteinmesser.
Ist das jetzt ein Messer zum Angreifen? Wo steht denn hier? Blockwert Schlitzen. Okay. Parierbonus, Rückstoß, Hinterhältigkeit. Oh. Nee, da sind die anderen besser, definitiv. So. Feuerstein, Axt repariert. Dann bauen wir jetzt einfach noch ein Schild, hm? Dann müssen wir mal gucken, dass wir noch mehr Hirsche fangen. Was könnten wir noch machen? Wir brauchen noch Pfeile gleich. Feuerstein, Speer. Was brauche ich dafür? Feuerstein. Ja, macht Sinn, ne? Und den Rest habe ich ja davon. Und Feuersteine gibt es ja, da haben wir. Wie viel haben wir? Einer fehlt uns. Okay. So, lass uns ein... Okay. So, nun ist die Frage, wie benutze ich den? Wie kann ich den kombinieren? Sehr gut. Okay. So schnell kann man hier lernen, das Spiel. So, lass uns dann nochmal schnell... Vielleicht könnten wir Speer und Schild tragen, was natürlich echt mördergeil wäre. Na komm. Du fängst an zu frieren. Aber es wird ja jetzt wieder tags, oder? Mal gucken, unseren Halfter an, wie er so aussieht. Mit Schild und Speer. Naja, das sieht man so scheiße nachher. Will ich da einen Screenshot machen? Ja, das ist schon cool. Machen wir gleich nochmal. So. Wir suchen jetzt nochmal Feuerstein. Wo hatten wir die meisten gefunden? Hatten wir die in die Richtung gefunden? Ich glaube vielmehr in diese Richtung, ne? War gar nicht so weit weg. Ich glaube, wir laufen langsamer mit Schild. Oh ja, wir laufen echt langsamer mit Schild. Da war ja noch was. Ja. Schild voll! Wo ist denn... Da oben. Oh, gucken, was ich vergessen habe. Schildwall! Ja, ja. Na komm her. Komm her, Grauling. Oh, was? Ja, ist ja gut. Wup, wup. Da haben wir Feuersteine. Muss ich die... Naja, gut, okay. Du musst nicht schwimmen mit dem Schild. Das wird schwer. So, können wir uns direkt mal Speer machen. Dann machen wir neue Pfeile. Brauche ich dafür... Ich brauche keinen Feuerstein. Ich brauche normale Steine, ne? Für die Pfeile, oder? Ich weiß das nicht. Steine. Feuerstein. Ja, ich bin nass. Ich tropfe. Ich bin nass. Ich stelle mich gerade so die Frage, ob ich das nochmal erweitern soll. Meine Dings hier. Du könntest was... wollen wir ihn nicht verwehren? Wollen wir ihn nicht... Fängt es noch an zu sauen, Alter, ehrlich. Ja, ich glaube, hier sollte ich definitiv noch was vormachen. Nummer, das mal 8. So, und jetzt den. Bauen. Nee, so ein bisschen angewinkelt. So. Dass er immer so rüber schwupst. Aber dann passt er hier wieder hier. Dafür passt er wieder dort. Und dort. Ich glaube aber, das dürfte schon fast lang, ne? Ich will ja hier diese, dass man die Fackeln vom Meer eigentlich auch sehen kann, vom Wasser. Also so. Bisschen.
Sehr schön. So, da dürfte auf gar keinen Fall jemand reinkommen. Ob es was bringt? Guck mal, Tag 11. Ja, ich glaube, von hier dürfte auch keiner reinkommen. An und für sich möchte ich hier auch. Nee, da kommt keiner rein, oder? Weiß ich nicht. Eigentlich würde ich hier auch gerne so einen Steg bauen und dann gucken, dass ich denn da... Denn da... Nützt nix, wir müssen uns wärmen. Kochen wir dabei was. Die Zeit kann man immer gut nutzen, ne? Achso, wir wollten Pfeile bauen. Baby! Ja, wir sind schon mal trocken. Ja. Man müsste doch auch irgendwie Äxte bauen können. Zumindest Steinäxte oder so. Für Kämpfen oder so. Ich weiß nicht. Guck mal, 2 Zentimeter rausgerannt und schon, wups, direkt nass. So. Hacke. Hammer. Keule. Scheiße, uns fehlt echt jede Menge Holz. Wir werden jetzt wohl auch nichts mit Feuersteinpfeile. Holzpfeile. Davon hatten wir welche. Müssen wir die nochmal ran holen dann. Dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir Holz hacken. Und tja. Dann. Was haben wir denn noch hier eigentlich am Start? Lass uns doch mal kurz gucken. Ich hatte doch irgendwie was gesehen gehabt. Ja. Herstellung. Ah, Gerbergestell. Gerbgestell. Ja, ja, das ist klar. Verschiedenes. Ja, das Floß könnten wir auch bauen. Möbel. Ey. Okay. Was ist denn das? Ein Läuferhirsch. Ein Läuferhirsch. Ein Läuferhirsch? Okay. So. Ja. Das ist ja nicht von allein. Das ist aber auch ein Gewitter und ein wummeliges Wetter und hast nicht gesehen und weißt nicht mehr weiter. Ja, wir machen das mal so. Wir stellen Half dann jetzt mal hier so ab. Half dann drehe ich doch mal ein paar Meter. Hm, ja. Ja. Oh. Schade, ich dachte, ich kriege ihn mal irgendwie in einer... Ja, so kann man es machen, ne? So, das ist... Ne. Aber warum hat er durch blaue Augen? Ich weiß das nicht. Aber wir können bei dem Wetter auch nicht raus. Also, würde ich mal sagen, wir beenden die Folge 4. Und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also...